Herzlich willkommen, schönen Freitagabend. Bei mir im Studio begrüße ich Thomas Schlipschitz, Katharina Strasser, Florian Schäuber, Lisa Eckhardt und Viktor Gernot. Alles ist gut. Zwei Folgen war der Bayer krank, jetzt sitzt er wieder da, Gott sei Dank, oder so ähnlich. Ja, man regt ihn nicht aus. Ja. So, gut, habt ihr mich vermisst? Ja! Ihr wart ja gar nicht da. Stimmt, ich vermisse dich zu Hause auch. Ja. Ja. Gehen wir gleich in Medias Res. Redaktion hat ein Thema ausgesucht, das nichts mit mir zu tun hat. Es ist 50 Jahre her, dass das Musical Hair Premiere. 50 Jahre her? 50 Jahre, und zwar genau am Tag 17. Oktober 1967, hat erst Off-Broadway gestartet und von dort aus seinen Siegeszug angetreten. Mhm. Eines der, eigentlich das erfolgreichste Musical ever. Mhm. Und deshalb haben wir schöne Goodies rund um das Thema Haare. Wow, das, wieso ist das so lang? Da kriegst du drei Florian Silbereisen raus. Sind die aus deiner Privatsammlung? Ja, genau. Ich habe heute gespendet. Du hast ja jetzt ein paar zu Hause, ne? Bin heute in den Schrank gegangen und habe gedacht, nehme ich was mit. Brauche ich, zirke ich gar nicht mehr so oft an. Ja. So, zum Aufwärmen eine einfache Frage. Ich möchte nämlich zuerst wissen, wer oder was ist ein Lochsponsor? Sponsor. Beim Golf. Beim Golf. Jemand, der ein Golfturnier ausrichtet und sagt, ich habe aber nicht genug Geld, um die Fahnderln zu sponsern. Der tut nur die Löcher. Was, ist nicht sehr beliebt, weil der Sponsorname steht nur im Loch drinnen. Dieses Loch widmet Ihnen die Hype Alpe Adria. Schau, dann legen wir doch gleich mal einmal. Ui. Schau, die Flower Power Goodies fliegen. War nicht so gut. Also du meinst, einer, der so quasi 18 Löcher gibt es im Golf, gell? Ich bin kein Golfer, aber 18, 17. Das also am Platz. Am Platz. Kommt drauf an, wie viele spielen, dann könnten es mehr werden. Okay. Oder ob Wühlmäuse und Maulwürfe. Nein, nein, ich rede von denen, wo man also... Also wenn der Trump spielt, sind immer 19. Okay. Das sind aber gleichzeitig zwei auf einer Bahn. Also das ist Minigolf. Aber wieder was anderes. Soll aber wieder kommen, Minigolf, habe ich gehört. Echt? Ja? So wie die Mini-Zip. Okay. Ja. Sparpolitik. Ja, natürlich. Ja. Vielleicht kommt es aus dem Fußball. Ah. Jetzt zum Beispiel in unserem Beruf, da in der darstellenden Kunst, wenn einer nachweislich wirklich nichts drauf hat, dann sagen Kollegen über ihn, dass er ist ein schwarzes Loch. Ja? Schwarze Loch der Unterhaltung, schwarze Loch des Musiktheaters oder sonst irgendwas. Ja, vielleicht gibt es beim Kicken auch. Und wenn er zum Beispiel ein Innenverteidiger ist, der gerade eine schwache Phase durchmacht und der hat aber trotzdem einen eigenen Trikotsponsor, dann sagt man da eigentlich dazu... Der Lochsponsor. Lochsponsor. Ja, das ist gut. Das ist gut. Hätte ich mal gedacht. Ja, aber ich wollte keinen Namen nennen von Innenverteidigern, die gerade eine Krise haben. Ja. Nett von dir. Es fallen uns einige ein. Das darf ich jetzt aber gar nicht belohnen. Nein, das darf ich nicht belohnen. So. Was ist das Thema der Sendung? Das Thema der Sendung? Herr! Herr! Weil ich habe Stamperln gekriegt von dir. Ja, für Haarwuchsmittel. Ich habe keine Ahnung. Da wird getrunken. Es ist allgemein. Wir haben es ein bisschen ausgeweitet. Ja. Flower Power. Flower Power. Da sind ja Plastikstamperl. Flower Power. Sehr geil. Das heißt, habt ihr einen Fund? Braucht ihr nicht mehr? Lisa, wie geht's dir? Lisa, hast du eine Ahnung, wovon die reden? Oder? Nein, ich war auch nicht ganz dabei. aber ich hätte zwei Vorschläge. Gut, zum Lochsponsor. Ich bin ja hier, um das Niveau ein wenig zu senken. Und ich glaube, bei einem Lochsponsor, entweder es handelt sich um einen sehr, sehr betuchten Freier. Mir gefällt das sehr gut. Ich weiß. Und? Ja, bravo. Das nennt man gelungene Integration. Und der Lochsponsor. oder es ist, ich lasse das wirken, oder es ist der Titel des ranghöchsten Hooligans, aufgrund, wenn das nach den Zahnlücken bemessen wird, die er der gegnerischen Mannschaft
zugefügt hat. Das fände ich auch sehr charmant. Noch Sponsor. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, den Freier verstehe ich eher. Also ja. Das ist so wieder. Nein. Ah, ist das, Maria? Na, bleiben wir beim Freier. Das war jetzt nicht der Beste. Aber ich finde es sehr schöner Ansatz, weil das könnte wirklich aus der Zahnheilkunde kommen, wenn die Patienten so arm sind, dass sie beim Zahnloch keine Goldfüllung nehmen können. Es gibt dafür das Angebot zum Beispiel von Wiener Zucker, dieses Loch, gesponsert vom Erzeuger Wiener Zucker. Also du meinst, dass da was eine Werbebotschaft eingravieren lässt in die Plombe? Und herrlich. Aber wer schaut dann, wer sieht das? Jösses, wie schaust denn du aus? Ah, Wiener Zucker war das. Ah, sehr gut. Danke. Ja. No, Negative Campaigning. Ja, ich muss was dazu sagen. Die richtige. Ich höre auch schön, weißt du, du hast eine Dame und du willst sie küssen und machst den Mund auf und es steht jetzt oder nie. Ja, genau. Naja. Thomas, ich muss euch was sagen. Da wäre mir persönlich lieber hol dir, was dir zusteht. Aber das dann am ganzen Körper. Gut, na, wirklich schön. Das Ding ist dabei, ich habe es jetzt ein bisschen künstlich in die Länge gezögert. Ja. Wir haben die Antwort schon gegeben? Ja. Das nein. Nein. Na, natürlich. Und gleich der betuchte Freier. Leider. Das war der erste Gedanke, der zu dieser Frage gefallen ist, war die richtige Antwort. Golf. Es hat mit Golf zu tun. Ah. Tatsächlich. Ja. Mhm. Bei größeren Golfclubs können die einzelnen Löcher gesponsert werden. Ja, da ist dann ein Fähnchen dabei. So, da schauen wir mal. Und dann steht dabei, dieses Loch widmet Ihnen tatsächlich. Hey, Unterweger oder wer? Ja, tatsächlich. Das heißt, der Florian bekommt ein Goodie und die Elisabeth Gruber aus Salzburg einen 300-Euro Büchergutschein. Du passt auf sie auf, ich will sie dann noch haben. Wirklich? Sei gut zu ihr. Entschuldige, wo ist denn der Unterschied zu jetzt? Ich muss sie aufsetzen. Nein, ich meine, ja. Also ein bisschen länger ist. Ein bisschen länger ist. Es ist ja nicht für mich. Ja. Das macht sie, wenn ich Babysitter spielen muss. Rollenspiele. Die geht raus und kommt mit Perücke ein. Spielt Babysitter. Die nächste Frage. Ganz wichtig, ihr müsst jetzt eurer Fantasie wirklich freien Lauf lassen, dass ihr da irgendwie annähernd auf eine richtige Antwort kommen könnt. Wie wenn wir jemals Probleme haben. Ich möchte nämlich wissen, zu welchem Zweck unterhielt die Pariser Stadtverwaltung bis in die 1950er Jahre ein kleines Pudelrudel. Wegen dem Wortspiel. Wenn ich dir sagen darf, der Leiner ist nicht da, der Günther Leiner. Das schreibt man im Oberösterreichischen mit 6 Buchstaben. Bertha, Ulrich, Ludwig, Richard, Ulrich, Ludwig. Bull. Ja. 6 Buchstaben. Aber was hat das mit Paris zu tun und den 50er Jahren? Da fällt mir jetzt nicht. Also ein Rudelpudel in den 50er Jahren in Paris. Warum? Nein, nicht ein Rudelpudel, sondern ein Pudelrudel. Ein Pudelrudel oder ein Rudelpudel. Ein Rudelpudel. Ein Puderrudel? Ja. Wenn du das sagst, klingt das sofort ordinär. Ein Puderrudel? Warum? Nein, weil du ich sitze am Nirvarani-Platz, da musst du ein bisschen antun. Ein Rudelpudel oder ein Pudelrudel? Ein Pudelrudel ist es, nicht? Ein Puderrudel. Pudel. Was? Das war der Lochsponsor, war der Puderrudel. Rudel. Oder Rudel, ein Rudelpudel oder ein Pudelrudel. Ein Pudelrudel. Oder ein Geroldrudel. Also viele Hunde. Ah ja, weil du, entschuldige. Ich habe gehofft, dass der Gerold heute in dieser Runde sitzt. Ich möchte an dieser Stelle, das muss ich unbedingt, Gerold, danke, du warst wunderbar, die letzten zwei Was gibt es Neues Ausgaben. Danke, dass du so kurzfristig angesprochen bist. Hab sie mir schon persönlich auch gesagt, aber... Ja. Ich habe gehofft, dass er heute vielleicht da ist und dann kann ich es mir so... Ja, kommt nicht mehr nach dem Rest. Also wir reden von ganz vielen Hunden. Ein Rudel. Ja, okay. Städtischen Hunden. Das Schöne bei einem Rudel ist, man weiß nicht ungefähr, man kann das also nicht beziffern. Ist nicht ein Dutzend. Wann ist man ein Rudel? Ja. Zu zweit schon? Was? Nein, zu zweit bist du kein Rudel. Ab wann ist man eine Gruppe? Nächste Frage. Ja. Ab wann ist man eine Bewegung? Wann ist man eine Partei? Und wann bin ich allein? Ja. Ja. Man weiß es. Wann ist man allein? Ja. Vielleicht in Paris? Stimmt, ja. Bei uns ist keiner mehr allein. Ja. Hallo. Ja.
Vielleicht glaube, die Stadt, Entschuldige, die Stadt der Mode ist und die haben sich einfach, die Haute Couture hat sich für das Herstellen von Pudelhauben. Ja. Ja. Die, genau. Denn, nein, denen sind damals die Persianerklaue, die, die, also die, die sind ihnen ausgegangen und da sind sie draufgekommen, wenn man am Pudel. Ein Pudelrudel haben. Wenn man die irgendwie so. Züchten. Wem zu Tode gestreichelt hat und dann irgendwie das Fell abzieht und ein bisschen herrichtet, schaut es aus wie. Pudel haben. Persianerklaue. Ja. Fürs Mantel, fürs Hütchen, fürs Schal. Ja. Nein, sie wollten ursprünglich Norweger züchten. Das hat, war aber dann menschenrechtlich nicht in Ordnung für die Norweger Mützen. Und dann haben sie gesagt, nehmen wir lieber Pudel für die Pudel haben. Okay. In Kenntnis der Antwort frage ich mich, ob es den Pudeln bei der Version nicht besser ergangen wäre. Ist es noch? Sie essen sie! Ich glaube ja, als Paris. Die Pariser U-Bahn hat ja wie keine andere diesen wunderbar süßlichen Uringeruch. Und, aber U1, Stephansplatz kommt schon nach. Das ist Kopf. Keine Chance. Keine Chance. Und es gibt ja diesen Ausdruck des bepissten oder begossenen Pudels. Offenbar bereitet es vielen Menschen Freude, auf Pudel zu urinieren. Vielleicht haben sich die Pariser gedacht, sie setzen an mehrere U-Bahn-Stationen Pudel wie Urinsteine, in der Hoffnung, die Menschen mögen sich doch auf die Pudel konzentrieren, die das auch wie ein saugfähiger Schwamm aufnehmen. Ja. Ich sitz gern neben dir, ich sag das für dich. Na, mir gefällt das. Jetzt kommt die traurige Wahrheit. Ah. Ist es richtig? Nicht richtig, aber es ist leider ein Weg in die richtige Richtung. Oh Gott. Ja, was echt? Oh Gott. Weil man hat für irgendwelche engen, kleinen, verborgenen Stellen etwas gebraucht, wo die menschliche Hand mit einem Putzfetzen nicht hingekommen ist. Und da haben sie dann quasi ein Leckerli hingeworfen und die Pudeln sind überall in die schlimmsten Kloaken eingedrungen und haben mit ihrem Fell die Reinigung durchgeführt. Vorher haben sie aber noch ein Ziegel draufgespritzt. Nein, echt? Nein. Ich mache das heute noch. Das ist die Antwort. Er hat gerade die Antwort gegeben. Danke für die Vorbereitung. Ja, aber das gibt dir. Ich wollte das noch aufbauen, weil wir kommen vom Pudelnass. Woher kommt das? Pudelnass? Pudel waren abgerichtet, um Wasservögel, wenn sie abgeschossen wurden, aus dem Wasser zu holen. Das war ihre eigentliche Bestimmung. Und durch das Fell waren sie natürlich, du hast es schon richtig gesagt, so quasi wie in die Flaschenreiniger. Ja, Und die haben sie wirklich in die Kanalisation geschickt. Ja. Und die haben so quasi durch die engen Röhren haben sie die Pudel durchgejagt und die haben dann wirklich gesäubert. Auch die ersten Klobrillen haben sie ja. Ja, wie Putzschwämme. Wie Putzschwämme haben sie durch die Kanalisation getrieben. Ist ich kenne das aber wirklich aus dem Burgenland, dass man an Gork. Nein! Nein, ich meine. Na wirklich! Dass man. Du hast ja damals das Studium so finanziert. Ich habe mein Studium verfinanziert, genau. Ja. Ach, du bist durch die Kanalisation gestreift. Als Reservepudel? Ja, ich bin durch die Kanalisationen gestreift. Mhm. Dass man Angora-Kotzen sie anschafft, damit sie daheim den Staub. Den Staub sozusagen. In Lurch. Den Lurch auffangen, ja. In Lurch auffangen. Und da geht viel auf wie auf so eine Kotz, weißt du? Irgendwann hört sie. So eine Kugel, ja. Ich weiß ja nicht, worüber ich mehr entsetzt sein soll, also über diese Frage und die Antwort oder dass dieser Eckhart, ich meine, annähernd in die richtige Richtung gekommen ist, und zwar aus dem Stand. Und da gab es wahrscheinlich auch eine Hierarchie, in Versailles durften es nur Königspudel sein. Ja. Was haben Sie nachher mit denen, wenn die dann rauskommen wieder? Die Frage endet hier. Die haben sie dann umarmt und gesagt, du bist so ein braver Mann. Die Pudel, mon chéri. Und ich bedanke mich bei Heike Bechtold aus Rankweil. 300 Euro Büchergutschein. Danke für euch. Mit Lisa und Kathi haben wir heute zwei Damen im Rateteam. Und die nächste Frage gehört euch. Ich möchte nämlich wissen, worum handelt es sich bei einem Damenflügel? Das ist ein Klavier mit einem Schminkspiegel. Didel, didel, didel.
Das ist aber eigentlich super, ja, wenn man üben muss und ja, das freut einen nicht vorne, weil irgendwie ja, was anderes. Flugzeug? Das ist... Damenflüge, du bist so wahnsinnig sexy. Wie, was, ein ganzes Flugzeug oder ein Teil eines Flugzeugs? Ein Teil eines Flugzeugs. Welcher Teil? Der, wo der Flügel ist. Es gibt aber zwei. Im ja, besten Falle gibt nicht es bei allen zwei. Flugzeugen. Die sind auch schon geflogen. Die sind auch schon nur mit einem Flug. Ja. Nein. Was? Vielleicht, dass die. Ihr seid mit einem Flügel geflogen? Mit einem Flügel, nein. Ja, aber der Captain hat gesagt, jetzt ich sage, ich finde gut, das ist no problem. In 5 Minutes wie in Greece, no problem. nein, ich dachte vielleicht irgendwie spezielle Sitzplätze tatsächlich im Flugzeug, in der Nähe des Flügels, wo es am wenigsten rumpelt, weil die Frauen ja doch nicht so gern haben, wenn es sehr wackelt. Zumindest im Flugzeug, ihnen wird auch schneller schlecht. Das habe ich jetzt verstanden. Aber ich meine... Ja, es ist eine Idee, Oliver. Nimm es oder nicht. Sei flexibel. Mein Gott, nein. Hallo? Ich bin Fernsehmoderator. Ja, ey. Oder auch bei den Klavieren. Also es ist ja oft so, dass der Klavierspieler spielt und sich gerne mal eine sehr beleibte Chanson-Dame da drauf schwingt. Und jetzt ist aber nicht jedes Klavier dem gewachsen. Es ist natürlich schlimm, wenn sie einbricht, sie schneidet sie an die Pianoseiten, ja, dann hast sie Ritz, dann ist wieder Skandal. Also, dass das einfach wirklich für auch die... wuchtigste Diva gebaut ist, ist dann der Damenflügel. Okay. Ja, auch schön. Wir bleiben in der Klavierfabrik gibt es dann so eine Platte, ausrangierte Opernsängerin, die haut sich auf jeden Flügel drauf. Die probiert es aus. Der Elchtest für Klaviere. Profanerweise früher in so herrschaftlichen Häusern gab es ja den Dienstbotentrakt und und das Gestüt und das Billardzimmer und den Rauchersalon. Vielleicht gab es einfach auch den Damenflügel. Als Wohntrakt. Und was ist da drinnen? Fitness. Ganz viel Schuhe. Ein Yoga-Raum. Und Schuhe. Ein Yoga-Raum und Schuhe. Ja. Aber vielleicht kommen wir so quasi bei Prunkräumlichkeiten, wo es einen Damenflügel gibt. Gebe ich euch jetzt einen Tipp, ernst gemeint. Es gibt auch einen Königsflügel. Kommt es aus der Ornithologie? Vogelkunde. Ja. Wegen Flügel, meinst du? Ja, wegen Flügel, ja, weil es gibt ja auch, wie heißt denn der, die Königs... Pinguine. Pinguine, sondern die Königs... Adler. Dankeschön, vielen Dank. Die Königsadler, die haben ja dann auch einen Königsflügel. Und die Damenadler? Und es gibt ja... Aber einen Damenflügel. Es gibt auch eine Damendommel. Du kleiner Ornithologe. Die einen Damen. Es gibt eine Sumpf. Nein, das nennt man Schastdommel. Hat es mit den Vögeln zu tun? Nein. Nein, aber es hat mit den Räumlichkeiten zu tun. Es hat auch nicht mit den Räumlichkeiten zu tun. Es hat mit Dame und mit König zu tun. Vielleicht Kartenspiel? Kartenspiel? Kartenspiel ist falsch. Schachspiel. Schachspiel. Schauen wir mal aufs Schachbrett. Aufs Schachbrett. So, da. Jetzt haben wir hier den König, immer die Dame. Die Dame steht bei der Damenflügel und das ist der Königsflügel, ganz einfach. Das ist das heißt, die D-Linie ist der Damenflügel. Mhm. Ja. Und die E-Linie ist der Königsflügel. Mhm. Ja. Das hat mich, ich habe nicht gewusst. Damen und Herren, ich habe nicht gewusst, dass mich diese Frage so brennend interessiert hat. Eingeschickt hat, dass die Clara Rabel aus Wien mir die Frage ausgezeichnet gefallen, Frau Rabel. 300 Euro Büchergutschein. Hören Sie mich doch die. Super Frage. Ja. Deshalb lassen Sie sich bitte allesamt nicht entmutigen von meinem Rateteam. Schicken Sie uns bitte weiterhin lustige, interessante Fragen. Ist mir wurscht, ob es denen gefällt. Solange es mir gefällt, ist alles in Ordnung. Oder dem Gerald Rudler. Ja, genau. Der das auch sehr gut gemacht hat, muss man sagen. Das ist der Neiche, gell? Ja.
Der gefällt mir gut. Der Junge. Der Junge. Ja. Mit ganz viel Haar. Das ist mehr so eine Bewegung für den Rubel. Hören Sie nicht auf die, die wissen nicht, was sie reden. Ja. Die Adressen sind eingeblendet an dieser Stelle. Also ich rede gerade mit den Damen und Herren zu Hause. Ja, ja, schrei sie nicht an. Herr redet immer ganz ruhig mit dem Publikum. Ja. Die Adressen sind an dieser Stelle wie immer für Sie eingeblendet. Ne? Die brauchen die Adressen nicht. Sie können uns Dinge der Woche schicken, Sie können uns was mailen. Wir sind da multimedial, wir sind da sehr locker. Und wir können auch gerne mit der Kamera vorbeikommen und Sie besuchen. Dann können Sie dem Rateteam die Frage persönlich stellen. Schönen guten Abend, ich bin Letizia aus Krems. Meine Frage spielt in den Wiener Kaffeehäusern des 18. Jahrhunderts. Dort hat man als Gast oft einen kleinen Schlüssel dazu serviert bekommen, wenn man sich einen Kaffee bestellt hat. Warum? Für Separé. Wenn ich in Stimmung komme bei meiner Melange, dann kann ich gleich in Separé gehen mit irgendeinem Kellner oder was, wenn man dann halt dann findet auf die Schnelle, wenn man jetzt allein einen Kaffee trinken geht. Aber ich glaube, das wird sich schon machen lassen. Ja, vielleicht ist das der Grund, dass man allein auf einen Kaffee geht. Ja, genau, eher ein Singletreff überhaupt. Das Kaffeehaus früher, meinst du, war ein Singletreff? Mhm. Und dann kriegt man gleich einen Schlüssel und dann kann man gleich sich so... Die Single haben einen Einspänner drum. Geht man. Ja, genau. Na, vielleicht war es ein Spindschlüssel. Das haben nur Gäste gekriegt, die wirklich gestunken haben. Und die Gäste, bitte gehen Sie noch umziehen, da haben Sie den Spindschlüssel. Und nein, den Gästen. Also oder das Zuckerdöschen war versperrt stets. Das war immer ganz... ganz aufwendig und handwerklich gefertigt. Und da gab es ein kleines Schlüsselchen, damit man Zugang zu diesem damals noch sehr kostbaren Gut, nämlich... Aber das Zuckerdöschen ist mitgeliefert worden und man konnte es aufsperren. Oder gab es da ein allgemeines im Kaffeehaus, damit nicht jeder hingegangen ist und sich Zucker abgeschöpft hat? Pro Tisch diese Preziose immer einzeln gefertigt, pro Tisch ein wunderschönes Zuckerdöschen, aber nicht für jeden zugänglich. Da musste man sich schon den Kaffee bestellen. Und dann gab es dazu... das Schlüsselchen. Ist das sicher, dass da nicht ein Bordell war, wo man sich ein Zuckerdöschen aussuchen konnte? Ach, das war's. Jetzt, wo du sagst. Kaffee treibt ja auch oder entzieht dem Körper Flüssigkeit, die ja raus muss. Ja. Vielleicht waren die Toiletten im 18. Jahrhundert versperrt. Und man hat sozusagen einen Kloschlüssel mitbekommen, damit man dann gleich. Damit man, wenn es dem Körper... Wenn man heute einen Code kriegt, wenn man zum Beispiel in gewisse Sachen... ins WLAN möchte. Nein. Auch fürs Klo. Es gibt, man darf keine Namen sagen, aber da gibt es ein Lokal. Ja. Das ist wirklich ein Geheimtipp, das hat so ein großes M. Ja. Und da kriegt man einen Code, wenn man aufs Klo muss. Damit nicht Passanten, die dort nicht was kaufen, einfach dort... Ja. Aufs Klo gehen, Meindl? In den noblen Kaffee. Ja, Meindl. In den noblen Kaffeehäusern hast du zum Schlüssel noch einen Pudel dazu bekommen. Das Toilettenpapier ist aus, kein Problem. Waldi, oh mein Gott. Der erste Besen wurde ja erst viel später erfunden. Der erste Pudel hieß Kosi. War vierlagig. Ja, komm her. Vierlagig. Der war vierlagig. Oh, wie schrecklich. Oh, it's a face. Hamas, ich würde das gerne abschließen, weil ihr seid halt wirklich gut unterwegs. Nein, wir haben nicht die Antwort gegeben. Oh ja, die Antwort ist bereits schon gefallen. Ja. Ich habe es nur wieder ein bisschen in die... Separé? Da ist der Wunsch, der Vater des Gedanken. Zuckerdöschen? Nein, nicht das Zuckerdöschen. Nein! Ja, aber hören wir es uns doch einfach an. Wirklich? Wir fragen die Letizia. Und wer hat die richtige Antwort gegeben? Letizia, bitte. Bitte, Letizia. Ganz einfach. Wegen der harntreibenden Wirkung des Kaffees hat der Ober den Schlüssel zur Toilette gleich diskret mitserviert. Wahnsinn. Ich wollte jetzt gerade etwas zuwerfen. Ja. Das Thema der Sendung ist her und dann habe ich plötzlich ein Buch von dir in der Hand. Das Glück hat einen Vogel. Thomas Stipschitz ist jetzt unter die Romanautoren gegangen. Nein, es sind 26 Kurzgeschichten. 26 Kurzgeschichten? Von Andreas bis Zita über das kleine und große Glück. Ich frage jetzt nicht, was der Buchstabe O beinhaltet. O ist Oliver, glaube ich. Es ist wirklich Oliver. Ja. Echt? Ja. Oh. Ja, es ist Oliver. Es hat nichts mit mir zu tun. Ja. Keine Angst. Es ist eine lustige Geschichte. Aber
Gibt es einen roten Faden? Gibt's einen roten? Also die Geschichte Andreas und Zita, die schließen dann ab. Ja. Aber zwischendrin sind es Geschichten, die ich erlebt habe, die mir erzählt wurden. Und ich bin so von außen da betrachtet, der dann diese Geschichten hat. Zum Beispiel jemand, der in einer Männerrunde sitzt, Hansi Hinterseer, kommt beim Lokal herein. Ja. Und er geht, habe ich mal bei Counter erzählt, geht hin zum Hansi Hinterseer und fragt mal, entschuldigen Sie, könnten wir vielleicht ein Foto machen? Und der Hinterseer hat, ja freilich, klar, das ist Bayerik. Gibt dem Hinterseer die Kamera, geht zu seiner Freundin und sagt, jetzt bitte abdrucken. So. Jetzt fragen wir alle Buchstaben durch und sie sparen sich dann irgendwie. Ja, genau. Nein, aber das ist natürlich, weil... Was ist bei K eigentlich? Katharina. Das ist eben wirklich K, Katharina? Ja, es geht um eine Diät. Danke! Aber du kannst es ihm zuwerfen, weil wir geben es am Schluss eh dem Saalpublikum weiter. Richtig, dann werfe ich dir dein eigenes Buch zu und du gibst es dann zum Abschluss. Ja. Signiert? Das können wir signieren. Ja. Wer es halt kriegt. Der Rest, Sie können es kaufen auch jetzt. Also wer... Gut, dann gehen wir doch gleich zum Ding der Woche über. Ja? So was weit ist es schon. Jesus, ja. Ding der Woche. Werden wir auch beantworten, oder? Ja, aber sicher. Schauen Sie, das ist das Ding der Woche, meine Damen und Herren. Es ist ein Mädchen. Ich hoffe, Sie können das kurz sehen. Wir geben ganz kurz ein Insert dazu, damit Sie schon mal zu Hause wissen, worum es sich handelt. Ja. Wer beginnt? Sie, ja? Du. Ich beginne. Ich warte seit Wochen, seit wir aus der Sommerpause zurückgegangen sind. Ich so, naja, das ist eine... Das ist eine Wasserwaage. Da ist, das ist so die typische Wasserwagenvorrichtung. Ja. Und dann ist es halt herum... Anders. Meine Damen, ich muss wieder fragen, ist das rosa oder ist das pink? Ich weiß das nie. Rosa. Rosa? Ich würde sagen, es ist pink. Pink ist, finde ich, noch doch. Ja. Ich habe damit auch Probleme. Ich kenne keinen Unterschied zwischen rosa und pink. Ich auch nicht. Aber mir hat man schon mehrmals bestätigt. Das stimmt schon. Ist geil. Ja, das kann man auseinandernehmen. Und da ist es dann, innen ist es so gerippt. Gerippt, ja. Aber plastikmäßig hart, also nicht so weiche Noppen, sondern harte Noppen. Wo sind denn weiche Noppen? Bitte? Wo sind weiche Noppen? Wo weiche Noppen sind? Auf der Duschunterlage. Also es ist rosa. Du hast das letzte Mal bei uns Baby gesittet. Ja. So, da ist aber wirklich eine Wasserwaage drauf. Ja. Ich glaube, das könnte quasi sein, um einen breiten Haarschopf zu fixieren. Mhm. Und damit das genau richtig ist, sagt dann die Mama, warte, steh grad. Jetzt passt, nicht bewegen. Und dann hat man einen ganz geraden, breiten Zopf. Und das kann man immer wieder mit dieser Wasserwaage... Einen geraden Zopf? Ja, weißt du, der Zopf kann ja auch so, den kannst du dann leicht schief geflochten oder fixiert haben. Ja. Und das sieht man nicht am ersten Blick, aber sonst wirst du ganz nervös. Du sicher, du Monk, wenn du eine Frau siehst mit einem schiefen Zopf, bleibst du aus erst. Aber, ja. Such nur gleichgesinnte, also glotzerte Frauen. Ja. Gut, also... Glotzerte Frauen? Schau mal. Willst du es jetzt ausprobieren? Jetzt schaust du aber, was machst du denn jetzt? Das du ist dann vielleicht auch für Schrägfrisuren auch. Du kannst die Wasserwaage nämlich verstellen, okay? Das wollte ich dir nur zeigen. Also. Ja, na jetzt bin ich... Jetzt, okay, jetzt bin nimm das. Antwortenlos. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein Teil, das also, es für Damen gefertigt wurde. Deswegen gebe ich es an eine Dame weiter. Okay, gut. Und dir springt schon aus den Augen raus die Antwort, die richtige. Ich kenne auch... sehr wenig Damen, die da dazwischen passen würden. ja, wo wir wieder bei den Mannequins wären, dass die irgendwie gerade laufen. Aber ich habe, das ist schwierig. Es ist für Damen. Das haben wir festgehalten. Oder alles, was ich dafür prinzipiell hätte. Ja, aber ich glaube, man könnte es auch verwenden, wenn mein Mann ist, wenn man Lust hat. Also ich könnte es definitiv nicht verwenden. Ja, ich glaube, ich weiß, was es ist. Hm? Ich schon, aber es muss noch länger sein, wie so oft im Leben. Was? Ich freue mich schon auf dein Glücksbuch und auf den Buchstaben T. Es hat was mit Länge zu tun. Stimulierend ist es sicher, aber trotzdem... Aber auch ein bisschen
quetschig und eng. Wie stimulieren? Ja, so richtig halt. Aber was stimulierst du damit? So quasi, du meinst, so, du weißt ganz genau, was da gemeint ist. Bist du ein Lauser? Nein. Ja. Es geht sicher um irgendeinen anatomischen Fetisch. Und damit gebe ich ab. Das war erst mein zweiter Gedanke. Fasziniert. Ja, das ist hier vom Wahlkampf übergeblieben, weil ja der Tal Silberstein alles gefälscht hat. Mhm. Und das ist ein vom Silberstein gefälschtes Wahlgeschenk von den Neos. Eine Maulsperre für einen Strolz. Das wird die Kaffee, wirst du die wirklich haben? Okay. Dann kriegst du die Pappteller. Hey. Blauer. Du kriegst das Buch Der Schatz am Silberstein von Karl May. Ich habe mir zuerst gedacht, weil ich bin ein großer Freund von Frischhaltefolien. Ich mag das gerne. Ich verstehe dich gut. Okay, ich mag das auch. Das ist der Monk in mir. Ja, dass man das nachher schön, dann kann man das einfrieren. Oder Vakuumisieren. Ja, und da gibt es auch solche Klipsen. Ja, und ja, ich habe gedacht, das ist vielleicht so eine personalisierte sozusagen für das Mädchen im Total Haushalt. Clips of my heart. Das sind dann der Total Eclipse of my heart, genau. Da sind dann, weiß ich nicht, die eingefrorenen Erdbeeren drin oder was sie halt gern hat. Und der Bub hat ein blaues, so ganz klischee-mäßig. Ja, zum Zumachen. Meinst du jetzt Frischhaltefolien oder Frischhaltebeutel, die dann auch so verschlossen werden, damit du es einfrieren kannst? Ja, ich meine, natürlich habe ich Folien gesagt. Du hast Folie gesagt, das ist ein großer Unterschied. Hallo, wer ist hier der Monk? Okay, mit reintun und aber ganz schön. Aber warum, jetzt meine Frage, die Wasserwaage? Ja, damit es gerade drinsteht. Weil... Sonst, yes. Oder? Danke. Das ist, bei mir zu Hause wäre sofort Nervenzusammenbruch. Scheiße, ich habe das Händel schief eingefroren. Ja. Da wacht man in der Nacht auf. Bin ich fertig. Ja. Notarzt. Das hat wirklich Potenzial. Wegen Schwindelattacken. Mein Händel hat am Becken schiefstand. Ja. Da kann man drauf einkippen, wenn man sich zu sehr... Ich habe auch wieder aufgehört damit, weil weil die Tiefkühltruhe voll ist. Ja. Ja. Da nur Händeln drin. Aber man kann auch folgende... Nimm es einmal bitte. Ja? Ja. Und jetzt, das ist nämlich, glaube ich, jetzt das Rätsels Lösung. Und jetzt probieren wir, jetzt klipp's einmal so, das. Weil, so wie man wie der Gurkenfrage, Sie kennen das, meine Damen, die Haare sind so lang, man nimmt das Gerät heraus, klipp's das an, zack, bumm, sieht mit der Wasserwaage, kann einen geraden Schnitt machen und hat wieder einen Barschenkopf. Ja. Ja, nur da hinten, da darf ich dich gleich mal so. Nein, es ist nämlich so, ich darf dir da kurz die Frisur. Ja, es geht um da vorne. Stirnfransen. Schau Richtung Kamera. Genau. Und jetzt kann ich genau so einstellen, wollen Sie da abschneiden und jetzt schau ich, dass es gerade ist. So, ja. Da. Und jetzt gibt es mir schnell die Schere. Hat wer Schere? Es geht tatsächlich, Entschuldige. Macht gar nichts. Macht das nichts? Nein. Du schaffst das. Ja, aber ja, wenn Stirnfransen kein anatomischer Fetisch sind, dann weiß ich auch. Ja! 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 Das ist jetzt. Ja! Kann kein Common Sense sein, oder? Nein. Ja, nein. Okay. So schaut das dann in der Praxis aus. Und deshalb habe ich das vorher verschoben, weil ich die Frage noch ein bisschen in die Länge ziehen wollte. Du kannst natürlich, wenn du so quasi wirklich schiefschneiden möchtest, dass du beim Schiefschneiden aber trotzdem grad bleibst, bitteschön, kannst du dann die Wasserwaage, hast dann immer... So, also du kannst auch so einen Scheitel. Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, das gehört dem Julius Meinl, dem Fünften. Das ist aber... Er hat jetzt mit dem macht er das. Der hat dann die blaue Variante natürlich. Gut. Es ist eine ganz offiziell eine Stirnfransen-Schneidehilfe. Das ist toll. Und ich bedanke mich für das Ding der Woche bei Anita Kammann aus St. Pölten. Dankeschön. Was gibt es Neues vom Tennis? Wir haben wieder einen österreichischen große Turnier. Spieler im internationalen Spitzenfeld. Ja, genau so ist es, du kennst. Kommt jetzt der Dominik? Natürlich. Juhu! Ab morgen tritt er neben dem deutschen Shootingstar Alexander Zverev und dem Franzosen Jo-Wilfried Tsonga beim Erste Bank Open an in der Wiener Stadthalle. Und aus diesem Anlass stellt er uns heute, wir freuen uns auf ihn, Dominik Thiem, die Promi-Frage. Guten Abend allerseits. Mir ist unlängst ein Begriff unterkommen, wo ich mir sicher war, dass der mit Tennis zu tun hat.
aber weit gefehlt. Was ist eine Schlaggemeinschaft? Vielleicht Abteilung im Seniorenheim. Ja. Ich glaube, es ist ja Seniorenheim, Pensionistenverein, Damen. Die backen ja so Kuchen. Und sich auf nein, und machen wunderbares Schlagobers dazu. Und jeder macht so seine eigene Variante davon, weil das kann man ja verschieden machen und treffen sich jeden Sonntag und die nennen sich ganz, weil sie einfach hip und flott sind, die Schlaggemeinschaft. Ja, wie macht man wunderbares Schlagobers? Und worin unterscheidet sich wunderbares Schlagobers naja, von mittelmäßig? Tust du Zucker rein oder nicht? In Schlagobers? Entschuldige, ist es Es-Obers oder Der-Obers? Ja, ich bin mir nämlich nicht sicher. Der ist auch der Oberst. Der Oberst. Der Oberst. Der Oberst. Der Oberst. Der Oberstleutnant. Ist es das Gola oder ist es die Gola? Ich bin uns nicht sicher. Naja, aber das. Also die Schlaggemeinschaft, also quasi eine nette. Schlagobersgemeinschaft heißt das ganze Wort. Ja, genau. Aber das ist Ihnen zu lang und jetzt sagen Sie nur die Schlaggemeinschaft. Die Schlaggemeinschaft. Zumal das Schlagoberschlagen ja sehr kraftaufwendig ist. Also wenn das einer den ganzen Tag macht, irgendwann fällt ihm der größte Arm ab, weswegen er wahrscheinlich auch an den Tennisarm gedacht hat. Und das ist wahrscheinlich irgend so eine schwerst gebeutelte, noch nicht lachen, schwerst gebeutelte Gewerkschaft von einarmigen ehemaligen Schlagoberschlagerinnen. Ja. Jetzt dürfen sie langsam zum Locken anfangen, weil jetzt geht's mal aus. Aber die jetzt auf ihre Rechte beharren, weil sie halt in der Zeit, wo es noch nicht so viel Personal gab, alle diesen Arm verloren haben. Ich hab's genauso gemeint. Ja. Genau. Da war ja damals diese große Demo. Wir wollen Mixer! Wir wollen Mixer! Aber vielleicht ist es einfach eine Brauchtumsgruppe aus dem Westen Österreichs, die halt so beim Tiroler Abend dann immer singen, ja, wir sind heute die Lustigen, heute. So singen wir überhaupt nicht. Und da tun wir dann so Popo, Popo, Klatsch, Klatsch. Nein, ich meine, das ist jetzt ein ernstes Thema, aber es kann da echt zu Verwechslungen kommen. Das ist nicht lustig, weil was ist, wenn jetzt dann einer aus der Gruppe einen Schlaganfall hat? Schlaganfall, ja. Und die meint das aber dann im Sinne von... Schlagobersanfall. Ja, genau. Sie? Nein, es ist ein Schlaganfall. Das kann dann aber echt zu Verwechslungen kommen. Stimmt. Warum heißen Sie ja jetzt die Sahnehäubchen? Alles klar. Ich glaube, jetzt hast du dir die Haare verdient. Ja, vor allem das Sahnehäubchen. Ja! Rapunzel, Rapunzel! Darf ich? Ja. Ich muss es machen. Ich glaube, dass es mir besser stehen würde. Ich glaube auch. Ist, glaub nein, auch, ja. Dir das ist, warte mal. Warte mal. Besser, Maria. Ja. Hildegard Knef. Super. Für mich, nur wenn ich lache, rote Rosen regnen. Ein bisschen Janine Schiller ist auch da. Nein, ich hattest, jetzt beim Lachen hattest du aber einen Hauch von Miss Piggy auch. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht falsch. Es war so. Du, das sind die Haare von Miss Piggy. Bin ich wie ein Schwein. Nein, bist du nicht. Bist was? Dürfen wir es mit nach Hause nehmen? Das ist ganz. Was erwartest du dir davon? Mich macht's gerade. Ich habe dann nur. Geht's einmal zu. Ja. Ihr könnt's drauf kommen. Schlag. Blue Man Group. Trommler-Gemeinschaft. Trommler-Gemeinschaft. Trommeln auch, Die Trommelgemeinschaft, verstehst du? Aus Holland auch. Ja. Ja, jetzt komm ich drauf, das haben wir ja gemeinsam sogar gesehen. Wir haben das doch in New York gemeinsam gesehen. In New York. Ja, eben. Das auch Trommel. Zeit, bitte, ich habe nichts gemacht. Ja. Ich habe in New York. Mit mir fährst höchstens nach Burgersdorf, mit dir fährst du nach New York. Wir haben uns im Flieger getroffen, sie hat ihren Freund besucht. Was dem wie das ist, wenn man im Flieger trifft. Ja. Ja, genau. Ich war im Damenflügel und er auch. Was soll ich machen? Ich war im Damenflügel. Ihr habt ja gesagt, das war mein unser Geheimnis. Das war unser Geheimnis. Und dann, was du nicht weißt, im Hotel hat sie einen Kaffee getrunken und er hat ja so einen kleinen Schlüssel hingelegt. Ja. Und dann haben wir Rudel gegeben. Nein. Nein. Und so schließt sich der Kreis. Was für eine herrliche Sendung. Bist du eigentlich schon mal in der Jellymühle auftreten? Ja, ja schon. Ja. Alle. Da gibt es eine Schlaggemeinschaft. Weiß ich nicht. Ja, es ist schon. Das ist was, ist dort alles? Was ist dort alles? Wenn der Hund nicht gut war, kriegst du vom Publikum. Was? Taubenschlag. Taubenschlag. Da Schäuber. Ist auch schon, du bist auch schon auftreten dort, ne? Natürlich. Natürlich. Ja. Taubenschlag. Taubenschlag. Und was ist jetzt eine Schlaggemeinschaft? Das verrät uns Dominik Thiem. Es geht um einen Schlag, der im Tennis
fast nie und wenn, dann nur schwer unabsichtlich vorkommt und man Taubenschlag. Und die Schlaggemeinschaft ist eine Gruppe von Taubenzüchtern, die den Taubenschlag gemeinsam nutzen und sich um die Aufzucht und um die Instandhaltung bemühen. Ah! Dankeschön, Dominik Thiem, und viel Erfolg für die Wiener Stadthalle. Wir sind geistig alle dabei. So, einmal noch für den Taubenschlag eine CD. Damit ein herzliches Dankeschön an mein Rateteam, an Sie hier im Studio und bei Ihnen zu Hause. Ich schaue ein bisschen nach rechts, weil Katharina Straßler versucht, sich gerade zu enttarnen. Vielleicht hat sie es bis nächsten Freitag geschafft. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Darauf gibt es Neues.